Guten Morgen, Freunde. Bombenwetter, setzt euch aufs Fahrrad und fahrt eine Runde. Wetter ist gut, Natur ist gut, es riecht angenehm, akkurat, alles wird entschleunigt, man kann abschalten, macht was draus, Pfingsten, man sieht und hört sich. Gruß auch an meine kranken Freunde. Ich bin mal auf dem Weg nach Aschersleben. Hier schön durch die Natur, abschalten, genießen. Gerüche festhalten, ist doch so geil. Sonnenlicht. Also schwingt euch aufs Fahrrad und ab geht er, der Peter. So. Designerbrille machen lassen, weil die ist ja fast umsonst. Mal gucken, das wäre auch ein bisschen cool wirken, oder? Auf dem Fahrrad, wenn die Leute winken an der Straße. So, Freunde, leider hat man mir in der großen Brillenfiliale das Filmen von mir selber verboten, weil man Angst hat, dass man den Ton hört von den Kolleginnen. Wahrscheinlich hat die Geschäftsführerin Angst, dass sie ihren Service nicht darstellen kann und dass man hört, dass sie noch nicht perfekt sind. So, Freunde, wahrscheinlich hat es mich jetzt erwischt hier. Mein Navi haut nicht mehr hin. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich bin. Habt ihr eine Idee, was ich machen kann? Ob ich meine Frau anrufe? Ich weiß nicht weiter. Ja, moin Freunde, frohe Pfingsten wünsche ich euch und der Wettergott hat es nicht gut gemeint mit uns, aber egal. Wir haben Multifunktionsjacken und Hosen, so ist es. Ich drehe eine Runde und dann hoffen wir, dass es mir besser geht, ja? So, Freunde, ich gebe ja nicht viel Tipps, aber heute gebe ich euch nochmal einen Tipp. Wenn ihr mit eurer Freundin föhlen wollt, also nicht im Auto im Prinzip praktisch, ihr wollt mal schön in der Natur föhlen, so zwischen den Brennnesseln, fahrt zwischen Börnecke und Flugplatz, da liegt eine schöne Matratze, da passen zwei drauf, ihr habt euren Spaß, ihr müsst sie nicht mal sauber machen, alles gut. Also wie gesagt, wer föhlen will auf Matratze, ab nach Börnecke.
Ja, der Fomi macht Frühstück im Rapsfeld. Sehr angenehm. Ja, und da ist mir doch eine Entdeckung passiert. Guckt mal hier. Hier hinten. Seht ihr das? Das unimumöse blaue Loch. Da ist es. Da. Ich denke, es kommt näher und schön Wetter droht. Schlimm, ja. Geil. Unimumöses blaues Loch. Circa alle 6000 Jahre. Ist das nicht geil? Ich will euch noch mal frohe Pfingsten wünschen eigentlich. Jetzt hier, wo ich hier an dem Busch vorbeifahre, da sind doch Pfingstrosen, oder? Sieht gut aus. Riecht doch gut. So Freunde, habe ich euch eigentlich schon meine neue Designerbrille gezeigt? Ist sie geil oder ist sie nicht geil? Ja, die ist groß von einem großen Billiganbieter. Rei, ich weiß es nicht. Wichtig ist, dass ich cool aussehe. Oder? Geht doch, oder was? Und was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Von Polenmarkt. Naja. Reicht. Stell lieber ab.